Ja, nochmal herzlich willkommen auf der Boot in Düsseldorf. Ich stehe jetzt hier am Stand von Minicat. Mir ist hier zur Seite gestellt der Carsten, der die Boote vertreibt, der mir bestimmt was zu dem spannenden Konzept des aufblasbaren Segelkatamarans sagen kann. Carsten, erzähl doch bitte mal, was dein Produkt so einzigartig macht. Ja, hallo. Ja, unsere Minicats sind, wie gesagt, sehr transportfreundliche Reisekatamarane. Ich kann die ganzen Boote komplett, weil es aufblasbare Rümpfe sind oder das Aluminiumgestänge, komplett auseinandernehmen. Das heißt, die Boote passen in Packtaschen, in eine Packtasche oder in zwei Packtaschen, je nach Bootsgröße. Wir haben vier verschiedene Bootsgrößen im Programm. Es sind sehr leichte Boote, also dieses Boot beispielsweise wiegt keine 40 Kilogramm, komplett mit Rig, wie es hier steht, schnell aufgebaut, 30 Minuten etwa Aufbauzeit. Und kann dann überall schön segeln gehen im Urlaub, nehme das Boot selbst im Flugzeug mit. Als Sportgepäck fliege ich in die Karibik und nehme mein Boot immer mit. Brauche nichts chartern vor Ort, brauche auch keinen Liegeplatz. Wenn ich es nicht brauche, lege ich mir die Taschen in den Keller. Habe also auch keine Folgekosten. Wir haben auch größere im Programm, der 420er beispielsweise jetzt hier. 4,20 Meter Rumpflänge, 5 Meter Masthöhe und 10 Quadratmeter Segelfläche mit Rollfork ausgestattet. Alles, was ein schönes Segelboot halt braucht. Man kann super segeln, bis der macht zum Beispiel an die 13, 14 Knoten Speed mit dem Boot. Wir segeln die bis Windstärke 5 einschließlich. Sehr robust die Boote, trotzdem leicht. Das große Boot hinter uns jetzt wiegt auch keine 50 Kilo. Passt dann in zwei Packtaschen. Ich kriege also in jedes Auto und immer mit in Urlaub, idealer Freizeiturlaubssegler. Und hat auch sehr gute Segeleigenschaften, Segelperformance durch die eingesteckten Kufen, die wir unter den Rümpfen anbringen. Habe ich wenig Abdrift und kann auch schön Höhe am Wind laufen. Immer schön Lateralfläche im Wasser. Und hat sehr gute Segeleigenschaften bei bis zu Windstärke 5, maximal 6 wird schon ein bisschen ruppig, aber bis 5 kann man noch super mit den Booten fahren. Ne? Ja, Carsten, vielen Dank. Eine Frage habe ich natürlich noch. Wo kann ich dich denn erreichen? Wie kann ich dich denn kontaktieren? Wie kann ich an so einen Minicat kommen? Gibt es eine Preisliste bei dir? Sag mir mal, muss ich googeln oder hast du eine E-Mail-Adresse? Es gibt beides. Man findet uns natürlich, wenn man uns googelt. Also die Minicats sind seit 13 Jahren auf dem Markt, weltweit sind die im Verkauf. Die Boote werden in Tschechien gebaut und werden in die ganze Welt verschifft, Kunden weltweit. Ich mache den Deutschlandvertrieb jetzt seit 10 Jahren. Unsere Website ist mini-cat.de. Da kann man uns auch direkt im Internet finden. Und da ist auch eine Preisliste von den verschiedenen Modellen. Das geht also preislich auch attraktiv los. Das kleinste Modell geht bei 2.600 Euro los, der Minicat Guppy. Das ist ein so gesehen Einsteigermodell, 26 Kilo leicht, ganz schnell aufgebaut, ein Aufbaukonzept, habe ich in 10 Minuten aufgebaut und segelklar das Boot. Und dann gehen die Preise hoch, 3.700, 3.800 Euro oder um die 5.000 Euro unser 420er. Und das größte Boot, was wir haben, ist ein 460er, der steht jetzt hier nicht auf der Messe und den haben wir auch noch im Programm. 4,60 Meter Rumpflänge, der liegt so bei 6.000 Euro, komplettes Boot, Endpreis, also auch erschwinglich im Preis die Boote. Und wie gesagt, bei minicat.de in Deutschland auch im Internet zu finden, direkt bei uns. Ja, herzlichen Dank, denn das ist doch mal ein interessantes Konzept. Vor allen Dingen habt ihr kein Problem, versenden kann man das Ding. Genau. Es ist ja zusammengepackt, also die DPD oder wer auch immer das bringt, kommt mit einer Palette an vielleicht oder mit einem großen Paket und dann ist das da. Das Boot kommt mit der Post, also mit TNT-Versand weltweit. Im Preis auch schon interessant, sind schon Versandkosten inklusive. Wenn ich also ein Boot kaufe, Listenpreis für 5.000 Euro, brauche ich nichts mehr dazu zu zahlen und kriege es frei Haus direkt vor die Haustür, zwei Kartons geliefert. Einfacher geht es ja nicht. Ne? Ja, das finde ich doch mal toll, dass wir hier auf der Messe auch mal schöne neue Konzepte finden. Und auch wenn ihr schon ein paar Jahre auf dem Markt seid, weiterhin viel, viel Erfolg wünsche ich. Und gute Geschäfte und gutes Gelingen hier auf der Messe. Danke. Carsten, vielen Dank und... Dankeschön. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.